Na toll. Das ist wieder so eine Birke, die mich verhöhnt. Steht da oben auf der Spitze eines Berges. Ah, die da vorne habe ich doch schon gleich lieber. Ups. Hier haben wir doch auch mal Kies abgebaut, oder? Meine ich das nur? Ich meine, das war ganz am Anfang. Da waren wir einmal hier Kies abbauen und haben danach die Kiesgrube hier nie wieder gefunden. Ich meine zumindest, dass das hier war. Zumindest stehen hier noch Birken rum. Noch. Das noch trifft es doch gut. Vorne sind zwei. Ich denke, mit zwei Stacks Holz komme ich hin. Erstmal. Soll ich jetzt wirklich da hochklettern für eine Birke? Ach, gucken wir lieber hier unten. Schönen See. Ja, hier war das doch, oder? Keine Ahnung, wo das war. Ob das überhaupt hier war. Aber andererseits sieht aus, als hätte ich hier Kies weggeholt. Mit Kies bauen wir auch nur noch sehr selten. Kann das sein? Früher haben wir damit mehr gebaut. Ja, damals waren halt die Anfänge der Stadt. Damals ging ein Kiesweg noch voll und ganz in Ordnung. Heutzutage bauen wir solche Trampelpfade nicht mehr. Wir sind jetzt eine Großstadt. Wir machen überall richtig befestigte Straßen hin. Wir haben die Renaissance überlebt, den NPC-Aufstand, den hundertjährigen Krieg und die Pest, die von den Hexen gebracht wurde. So. Hier. Dann da vorne. Jetzt da hinten. Aber hier haben wir auch schon gefällt. Man sieht das. Naja, die Frage ist wohl eher, wo haben wir noch nicht gefällt? Vorne noch die eine, jetzt wird's dunkel. Das heißt, wir sollten uns einen sicheren Platz suchen oder schnell zurücklaufen. Da wir eigentlich genug Birken haben, können wir auch zurücklaufen. Und noch ein paar Birken mitnehmen. Ist ja nur um diesen großen Berg darum und dann sind wir schon da. Sich jetzt wieder von selbst aus dem Spiel gehauen. Beim Baum fällen und dann mit der Maus runtergehen. Das passiert mir ja häufiger. So. Hier runter. Na, guck mal, und da vorne winkt uns schon das Feuer entgegen. Jetzt sollten wir uns vielleicht wirklich mal beeilen. Oh ja. Oh, war das vielleicht auch hier mit dem Kies? Oh ja, hier war das. Ich erkenne es wieder, da ist nämlich dieser... Oh,
in der Luft schwebende Block, den wir damals gesehen hatten, vor so vielen Jahren. Also hier. Ja. Okay, normalerweise würde ich jetzt gerne in Erinnerungen schwelgen. Aber momentan ist dafür ein verdammt schlechter Moment. Oh, der läuft mir da auch noch so direkt durchs Fadenkreuz. Eigentlich hätte er uns wahrnehmen müssen, oder wir ihn, oder wie man das auch mal nennen will. Okay. Wah! Wo sind wir hier eigentlich? Aber es muss der richtige Weg sein. Da vorne ist das Feuer. Eigentlich müsste jetzt hier unser... Ah, Tom kommen. Ja, wir sind etwas vom Weg abgewichen. Uff. Äußerste Stadtgrenze. Ich muss mal kurz hier hoch. Ein bisschen Durchgang muss schon sein. Das habe ich doch auch schön gebaut hier. Selten, dass ich mir mal so viel Mühe gebe. Ich meine, ich gebe mir natürlich immer Mühe. Lust. Ach ja, genau, unsere Schleuse. Funktioniert die noch? Tatsache. Eigentlich ist das jetzt halbe Arbeit, was wir gemacht haben. Wir hätten jetzt ja bis hier noch wenigstens machen können. Naja, jetzt haben wir ja genug dabei. Dann können wir das auch dort noch fortsetzen. Keine halben Sachen hier machen. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier hochkommen. Nee, hätte ich ruhig direkt lassen können, oder? Nee. War schon richtig. Muss auch weg. Also bis hier willst du jetzt machen. Ja. Erstmal stehen bleiben. So, und jetzt kann ich mich hier auf die Höhe runtergraben und den Rest drumherum auf die richtige Höhe stutzen. Machen wir das jetzt hier. Sagen, da hauen wir bis hierhin Kabel rein. Da drunter fängt es dann wieder mit Holz an. So. Warum habe ich diese Ecke ausgegraben? So. Jetzt haben wir zumindest hier keine halben Sachen gemacht, obwohl da oben, da gehört auch Kabel hin. Also hier drauf. So. Ja, genau so muss das sein.
Gut, hier wollten wir jetzt ja Holzzäune nehmen. Die müssen natürlich auch erstmal gekraftet werden. Und Treppen brauchen wir auch noch. Und ich sehe es kommen, dass ich da sowas von reinrodeln werde. Habe ich hier noch irgendwas drin, das wie eine Glasscheibe aussieht? Nein. Naja, kommen wir später nochmal wieder. Das sollten wir auf jeden Fall zustopfen. So, wie war denn das nochmal? Ich brauche erstmal Stöckchen. So. Jetzt so und so. Die Umrandung möchte ich noch von außen haben. Von innen möchte ich da nicht auch noch so einen blöden Zaun haben. So. So, jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen belichtern. Und fertig. Warum steht dort eigentlich so ein einzelner... Achso, Zwilling. Hier noch einen drauf. Gut, dann sind wir auf der Seite fertig. Für die andere Seite brauche ich auf jeden Fall noch Zäune. Zum Glück auch wieder einiges rausgeholt aus den Wänden. Müssen wir halt nur noch einmal hinkommen, da Glas drauf schütten. Und so schnell kann man eine Aufnahme damit nur verbringen, einen Tunnel zu bauen. Natürlich muss da ein Creeper draufstehen. Natürlich fällt er nicht runter. Aber die Idee mit den Brücken, die hier einfach dieses komplette Land überdecken, das finde ich immer, je öfter ich mir das vorstelle, desto faszinierender finde ich die Idee. Und irgendwann können wir uns da unten rein vielleicht so eine Art, ich weiß nicht, Unterstadt bauen. Also so wie in Star Wars. Wenn ihr das kennt, Coruscant. Da gibt es ja einmal diese Stadt, diese obere Welt mit den ganzen Türmen und dem Senat und dem Jedi-Tempel. Und das wurde ja quasi, da wurde ja Gebäude auf Gebäude gebaut. Und die Leute, die ganz unten ihre Häuser zuerst quasi hatten, das ist halt die Unterstadt. Die haben halt absolut kein Tageslicht mehr. Das wäre dann hier auch der Fall. Eine sehr interessante Idee. Mal schauen, ob wir das umsetzen. Wir haben ja momentan viel geplant. So, das sollte reichen. So, jetzt brauche ich noch hier drei Halbsteine. Wieder unten drunter. Das sollte ja auch kein Problem sein. Wir haben sogar sechs. Wartet mal ganz kurz. Ah.
So, wieder da. Also Heuschnupfen ist echt kein Spaß. Was mir jetzt natürlich nicht gefällt, ist das hier von unten. Dafür zu wenig. Ja, man kann immer hier und da noch was verschönern. Ich weiß nicht, wie findet ihr denn die Idee, diese ganze Fläche quasi zu überbauen, anstatt jetzt alles irgendwie zu planieren und umzuändern? Sondern einfach mal zu sagen, ja, das ist das Grundterrain. Und wir gehen einfach 50 Reihen höher, naja, so hoch ist es nicht, und bauen was anderes drüber. Man könnte ja zum Beispiel hier jetzt entlang gehen und Büsche pflanzen, zwei Reihen, also Laub, damit es grüner aussieht, und dahinter vielleicht ein weiteres Plateau anlegen oder was weiß der Geier, auf was für Ideen wir dort kommen werden. Aber erstmal haben wir jetzt unseren Tunnel geschafft, jetzt holen wir noch ein paar Glasblöcke. Ja, sind wir gar nicht heute zu den Pyramiden gekommen. Na, das macht ja nichts. Die Idee ist mir jetzt spontan gekommen und spontane Ideen sind meistens die besten. Zumindest hat mir die Idee mit dem Tunnel gefallen. Ach, schade, von hier unten sieht man ihn nicht. Vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand, dass sich der Winkel ändert? Nee, keine Chance. Und es ist auf jeden Fall eine schönere Verbindung, als jetzt nur die blöden Leitern da zu lassen. Da. Nee, da. Da war's. Ach, nehmen wir mal blaues Glas. Die 28 sollten reichen. So. Morgen dann die letzten drei Aufnahmen rendern. Dann habe ich erstmal wieder ein paar Folgen. Und dann kriege ich vielleicht nächste Woche auch mal wieder einen Hard Mode hin. Das wär's doch mal. So, jetzt möchte ich den nicht ganz nach oben machen, sondern so. Dass man hier vom Weiten immer noch denkt, man fällt rein, aber man dann doch abgefedert wird. So, jetzt würde die nächste Verbindung von hier dann hier hochkommen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, da können wir ja schon mal die Grundbrücke eigentlich anlegen. Bin momentan in Brückenstimmung. Ich glaube, ihr merkt es. So, das wäre dann hier. Können wir genau hier in der Ecke anfangen. Haben die ganze Zeit bis dort hinten fast auch schon die Wand. Ah! Kann man irgendwas stapeln? Ja, kann man. Ah, kein Kabel dabei. Eins, zwei, drei, vier. Ja, jetzt habe ich auch keine Dunkeleiche dabei, sonst könnte ich das hier noch schnell korrigieren. So. Ab hier kommt dann auf jeden Fall wieder Birke im Spiel.
Das wird dann hier auch komplett gemacht. Dann haben wir es eigentlich auf der Seite auch schon ganz schön. Und dann gucken wir uns das Ganze mal von unten an. Wenn die Brücke auch noch steht. Aber erstmal war's das für heute. Ich will meine Stimme jetzt auch nicht überbeanspruchen. Ist momentan eh schon leicht in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem ist auch schon. Oh, naja, okay, es ist 19:30. Ein bisschen Zeit wäre ja noch. Aber mal schauen, vielleicht mache ich morgen weiter und wir machen da den Weg fertig zu dem Turm. Ah, nee, geht ja zur anderen Brücke diesmal. Aber dann möchte ich dann auch wirklich erstmal die Sachen fertig bauen, die wir jetzt angefangen haben. Obwohl das ja so ein bisschen auch dazugehört zu dem Gebiet dort. Die Slumhäuser unten weiter bauen und die Pyramiden aus, ja, Wolle. Und dann schauen wir mal. Bis demnächst. Tschüss.